Das sind die LTV-Themen am Donnerstag. Studenten packen an, neue Ideen für Sandower Brachfläche. Cottbus querbeet, Hobbyautoren sollen sich zeigen. Und nach 2 Jahren fertig, wohnen in ehemaliger Tuchfabrik. Mehr dazu gleich hier im Anschluss. Herzlich willkommen zur Deutschen Rosenschau im Forster Rosengarten. Erleben Sie am Samstag den Garten der Träume bei einem Spaziergang der Sinne mit einer lebendigen Klanginstallation. Unterhaltsames zum Staunen, Bewundern und Genießen verspricht die Hochzeitsshow mit Wolfgang Lippert am Sonntagnachmittag. Rosenträume an der Neiße von Juni bis September im Ostdeutschen Rosengarten Forst. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. Heute Morgen konnte die Polizei gleich 4 Einbrecher gleichzeitig dingfest machen. Bei ihnen handelt es sich um eine 24-jährige Frau und 3 Männer zwischen 22 und 27 Jahren. Alle Personen waren der Polizei hinlänglich bekannt. Sie wurden festgenommen, nachdem sie in einer Galinchner Firma die Kasse gestohlen haben. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass sie auch für einen weiteren Einbruch verantwortlich waren. Dieser ereignete sich kurz vor Mitternacht in einem Bürohaus. Die Polizei fand das Diebesgut und Einbruchswerkzeug im Wagen der mutmaßlichen Täter. Beweise wurden sichergestellt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Bereits am Dienstag haben wir Ihnen ein Projekt der BTU in Sandow vorgestellt. Hier arbeiten Architekturstudenten derzeit an einer Idee, wie Brachflächen sinnvoll genutzt werden können. Wir haben die Studenten heute noch einmal besucht und geschaut, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Dirk Schimanski und sein Sohn Lukas bauen gerade eine Bühne zusammen. Die beiden helfen den Studenten der BTU Cottbus-Senftenberg schon seit Dienstag bei ihrem Projekt in Sandow. Seit Montag entsteht hier ein neuer Treffpunkt für die Bewohner. Das Ganze ist Teil des EU-Forschungsprojektes Landscape Choreography. Dabei sollen leere Brachflächen rekultiviert werden. Die Studenten nutzen aber nicht nur die freie Fläche. An der Spree soll es eine Anlegestelle für ein Floß geben. Und hier wird gerade Platz gemacht für ein großes Trampolin. Bis morgen soll alles fertig sein. Dann feiern die Studenten hier mit den Sandowern ein großes Fest. In diesem Jahr findet zum 2. Mal der Schreibwettbewerb Cottbus querbeet statt. Veranstaltet wird er vom Seniorenbeirat und von der Stadt- und Regionalbibliothek. Gesucht werden dafür Hobbyautoren, die kleine Erzählungen, Geschichten, Skizzen und Gedichte einem breiten Publikum präsentieren wollen. Themen und Genrewahl sind dabei völlig offen gelassen. Die Organisatoren wollen auch diesmal wieder eine große Vielfalt sehen. Cottbus querbeet, eine Geschichte, die, wofür man sich Wochen Zeit nehmen kann, wo im September der Annahmeschluss ist. Und daraus wollen wir eine wieder sehr schöne, wie im vergangenen Jahr, Veranstaltung formen, die nicht nur an die Haut geht, sondern wie manche Geschichten im vergangenen Jahr auch unter die Haut gehen. Vorstellbar sind beispielsweise Episoden aus dem eigenen Leben, Begebenheiten aus der Familie, mit Kindern und Enkeln und auch sonst alles, was sie interessiert. Die Manuskripte für den Wettbewerb sollten nicht länger als 2 DIN-A4-Seiten lang sein. Sie können bis zum 14. September im Seniorenbüro der Stadt abgegeben werden. Oder Sie schicken einfach eine E-Mail an senioren.senioren@cottbus.de. Die Jury wird dann eine Auswahl treffen. Bei uns geht es jetzt weiter mit einer neuen Ausgabe unseres EG-Wohnenfensters. Diesmal geht es um ein altes Gebäude, das nun wieder in neuem Glanz erstrahlt. Welches genau, sehen Sie jetzt. Sie ist ein echtes Prunkstück geworden. Seit Juli ist die alte Tuchmacherfabrik am Ostroer Damm fertig. Insgesamt 15 Wohnungen sind hier durch die EG-Wohnen entstanden. Und sie hat den Überblick. Stefanie Wildner ist Kundenberaterin bei der EG Wohnen. Sie kennt die Vorteile der neuen Wohnungen. Hier sind wir jetzt an der ehemaligen Tuchfabrik am Ostroer Damm 18. Hier haben wir als EG Wohnen in den letzten 2 Jahren umfangreich saniert. Das war auch ein sehr spannendes Unterfangen, da wir den Denkmalschutz beachten mussten. Seit Juli können Wohnungen bezogen werden und ich stelle Ihnen jetzt eine dieser Wohnungen vor.
Das Fabrikgebäude wurde 1875 vom Tuchmacher Adolf Koppe errichtet. Über 100 Jahre lang wurde hier gearbeitet. Anfang der 90er Jahre wurde die Produktion jedoch eingestellt. Seit 2004 steht das Gebäude auf der Denkmalliste der Stadt. Vieles galt es bei der Sanierung also zu beachten. So wurde etwa die Klinkerfassade der Fabrik komplett beibehalten. Die ehemalige Fabrik hat also noch ihren alten Charme. Die Wohnungen wurden hingegen modern saniert. Das ist jetzt eine unserer Single-Apartments. Hier vorne haben Sie direkt die Kochnische mit Lichtausschnitt. Der Fußboden ist komplett mit hochwertigem Bodenbelag ausgestattet. Das Bad ist gefliest und hat eine bodentiefe Dusche, sodass auch eine Rollstuhlnutzung möglich wäre. Von hier aus kommen Sie dann direkt in den geräumigen Wohn- und Schlafbereich, der auch über einen sonnigen Südbalkon verfügt. Alle Wohnungen haben eine Fläche von ungefähr 50 Quadratmetern und können ab einer Warmmiete von 540 Euro angemietet werden. Ein großes Plus der Wohnung ist auch die Lage. Toller Ausblick inklusive. Die Spremme ist zu Fuß nur gut 5 Minuten entfernt. Supermarkt und Bäcker sind direkt vor der Tür, genauso wie Spree und Amsteich. Wenn Sie jetzt Interesse an einer sanierten, altersgerechten und zentrumsnahen Wohnung haben, dann melden Sie sich gern bei uns im Vermietungscenter. Auch Besichtigungen sind jederzeit möglich, also kommen Sie einfach vorbei. Das EG Wohnen Vermietungscenter finden Sie am Brandenburger Platz 10. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Wenn Sie also eine altersgerechte Wohnung inmitten der Stadt suchen, sind Sie hier genau richtig. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen stellen wir Ihnen ein Zirkusprojekt für Kinder vor. Außerdem wird die Kampagne Du kommst aus Cottbus, wenn fortgesetzt. Bei uns sehen Sie die neuen Plakate. Nach dem Wetter sehen Sie noch die neue Ausgabe von Augenblick mal. Pfarrer Hinrich Müller spricht diesmal aus dem Pfadfinderlager der Kreuzkirchengemeinde zu Ihnen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Genießen Sie die Sonne. Tschüss, machen Sie es gut. Sichern Sie sich jetzt Ihr Urlaubsgeld im Möbelzentrum Großräschen und viele weitere Vorteile. Wenn Sie Ihre Traummöbel oder Ihre Wunschküche bis Samstag, den 27. Juli, bei uns kaufen, schenken wir Ihnen bis zu 1.500 Euro. Für den Urlaub auf dem Balkon gibt es ab einem Einkaufswert von 300 Euro ein 5 Liter Radeberger Bierfass gratis dazu. Ab 1.999 Euro bekommen Sie zu Ihrem Einkauf sogar einen Original Weber Premium One-Touch Grill geschenkt. Zusätzlich bieten wir die Sonderfinanzierung bis zu 36 Monate bei 0% Zinsen. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Mein Papa kauft seine Uhr bei Fiedermann, meine Mama kauft bei Fiedermann ihre Uhren und sogar den Schmuck. Und mein großer Bruder kauft seine Uhren bei Fiedermanns. Ich wünschte, ich würde einen Wecker von den Fiedermanns in meiner Zuckertüte haben. Ach, die haben ja auch so schöne Ohrringe. Wunderschöne Kinderwecker, originelle Kinderarmbanduhren und hübscher Mädchenschmuck. Alles für die Zuckertüte. Bei Ihrem Uhrmachermeister Fiedermann am Altmarkt 25. Einzelne Wolken sorgten heute immer mal wieder für etwas Abkühlung. Ansonsten war der Donnerstag aber mal wieder ein Sommertag, wie er im Buche steht. In der Nacht bleibt es leicht bewölkt, aber trocken. Temperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad. Am Freitag gehen die Temperaturen wieder leicht zurück.
Sommerlich warm wird es aber trotzdem. Zwischen 23 und 25 Grad werden erwartet. Also ein idealer Start ins Wochenende. Augenblick mal. Ich melde mich hier vom Pfadfinderlager, liebe Zuschauer. Was die Kreuzkirchengemeinde in der vergangenen Woche hier in Neuhausen direkt an der Spree, die sehen Sie da im Hintergrund, durchgeführt hat. Wir sind draußen mit den Kindern und Jugendlichen, die spüren das, sie merken, wie das Wetter sich verändert, ob es kalt ist, regnet oder die Sonne scheint, das alles sehr direkt mit der Natur im Einklang sein. Spüren, da sind Ameisen, da sind Lebewesen, da sind Pflanzen, das ist toll für die Kinder. Und sie lernen natürlich etwas, viele nützliche Dinge. Wie man mit Feuer umgeht, wie man mit Messer umgeht, wie man Zelt aufbaut. Also praktische Fähigkeiten, das ist richtig wichtig hier und es macht den Kindern Spaß. Das ist natürlich auch eines der Hauptziele. Wirklich Fun haben, Spaß haben. Endlich mal mit Feuer spielen zu dürfen und nicht weggetrieben zu werden, nicht verboten zu bekommen. Endlich mal rumtoben frei. Das sind tolle Sachen. Als christliche Pfadfinder wollen wir den Kindern natürlich auch christliches Leben beibringen. Das aber nicht zwanghaft, sondern ganz normal im Alltag. Die sollen lernen, einander vertrauen zu können und jeder hilft jedem. Und dass das zum Beispiel im Alltag immer wieder einfließt, zeigt sich allein an dem Pfadfindergruß. Das Pfadfinderzeichen geht so hier. Es bedeutet, der Große beschützt den Kleinen. Darum ist auch der Daumen über dem kleinen Finger. Die anderen Finger bedeuten, ich bin verantwortlich für meinen Nächsten, für mich selbst und vor Gott. Ich finde, das ist doch eine tolle Botschaft. Nicht nur für Kinder und Jugendliche, auch für Erwachsene. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Augenblick mal. So, Schluss jetzt, ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch ein Renault im Auto aus Hertel.